In Hiroshima kennt man den Preis der Konfrontation nur zu gut. Die Überlebenden der Atombombe hoffen auf eine Beilegung des Konflikts mit China. Sie erinnern daran, dass Diplomatie darin besteht, mit Nationen zusammenzuarbeiten, die nicht unbedingt die eigenen Werte teilen. Das Beunruhigende daran ist, dass wir künstlich einen Feind erschaffen. Mir scheint, dass in den westlichen Ländern die Welt gerne in Feinde und Verbündete aufgeteilt wird. Aber in Asien denken die Menschen viel weniger polarisierend. Die Grenzen sind hier viel fließender. Und genau in dieser Unschärfe kann Frieden gedeihen. Noch schreiben die Kinder am Jahrestag der atomaren Zerstörung von Hiroshima ihre alljährlichen Friedensbotschaften auf die bunten Laternen. Doch wenn die Stimmen der letzten Überlebenden verstummen und die Erinnerung an den Krieg verblasst, dann kann es sein, dass diese Laternen des Friedens gefährlich ins Wanken geraten. Der Inselstaat plant, seinen Verteidigungsetat bis 2027 um 60% zu erhöhen. Damit würde er zur drittstärksten Militärmacht aufsteigen, nach den USA und China. Dabei ist Japan das einzige Land der Welt, das in seiner Verfassung ausdrücklich auf das Recht auf Kriegsführung verzichtet. Doch was ist aus seinem Pazifismus geworden? Japan hat so sehr unter dem Krieg gelitten, dass wir ihn komplett abgeschworen haben. Wir sollten das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Ist nichts Neues, fragt die Kriegsindustrie. Sie labern über den Film, doch sie begreifen es nie. Früher starben sie für Freiheit, heute für Demokratie. Sie kreieren den Feind, Frieden interessierte sie nie. Im Westen nichts Neues, für einen Oscar nominiert. Oscar dient jetzt bei der Bundeswehr, hat gar nichts kapiert. Oscars Vater wählt die Grünen, hat fein Jura studiert. Oscars Mutter hat beim Wähler GEZ abkassiert. Im Westen nichts Neues, was den Frieden bestärkt. Propaganda ist erfolgreich, wenn sie niemand bemerkt. Die Gehirne gehen im Gleichschritt, etwas läuft hier verkehrt. Christus macht sich wieder breit, Welt mit Toter verzerrt. Im Westen nichts Neues, irgendwas läuft hier schief. Früher gab's die Friedensbewegung, die auch laut Frieden rief. Vater, Mutter, Kind, heute wollen den totalen Krieg. Waffenlieferungen nonstop bis zum endlosen Sieg. Ich bin so gerne kriegsmüde. Die Wahrheit ist die Wahrheit, mag sie nicht die Kriegslüge. Kriegstrommel trommeln wie ein Wetter, den ich mitkriege. Ich bleib heute liegen, hör aufs Herz, denn ich bin kriegsmüde. Ich hab geträumt, die Welt ist kriegsmüde. Im Traum sah ich das Paradies in Form von Weltliebe. Kriegstrommel trommeln wie ein Wecker, den ich mitkriege. Ich bleib heute liegen, hör aufs Herz, für immer kriegsmüde. Ich bin so gerne kriegsmüde. Die Wahrheit ist die Wahrheit, mag sie nicht die Kriegslüge. Kriegstrommel trommeln wie ein Wecker, den ich mitkriege. Ich bleib heute liegen, hör aufs Herz, denn ich bin kriegsmüde. Ich hab geträumt, die Welt ist kriegsmüde. Im Traum sah ich das Paradies in Form von Weltliebe. Kriegstrommel trommeln wie ein Wecker, den ich mitkriege. Ich bleib heute liegen, hör aufs Herz, für immer kriegsmüde. 627 Dörfer wurden während des Zweiten Weltkrieges in Weißrussland von den Faschisten vollständig vernichtet. 186 davon existieren nicht mehr. In Krathyn gibt es eine Gedenkstätte, die anlässlich der unverzeihlichen Gräueltaten errichtet wurde. Niktor nie zabyt. Nishto nie zabyto. Und wenn ein Kind im Elternhaus zu wenig Liebe kriegt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn ein Volk die Kriege